Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow Hordes. Ja, wir sind immer noch hier im letzten Dungeon. Und es dauert nicht mehr lang, dann sehen wir dem Endboss entgegen. Und der letzte Kampf war ein bisschen, ja, lange, würde ich es mal nennen. Insgesamt habe ich über 10 Minuten daraus geschnitten. Ja, aber egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall. Uiuiui, was ist denn das? Da will ich nicht drauf, ich will hier lang. Wir gehen erstmal nach rechts. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Also das ist ein grüner Laser oder so. Ich gehe mal davon aus, dass die grüne Barriere, wo die Kiste hinten dran stand, gemeint ist. Also wir könnten jetzt zurücklatschen. Die Kiste hinter der grünen Barriere holen, machen wir aber nicht, weil da ist kein Item drin, was ich brauche. Wenn ich jetzt Haley in der Gruppe hätte, würde ich eine Schleuder kriegen. Brauchen wir nicht. Okay, okay, ich gebe zu, ich habe gelinst, weil ich mich hier nicht länger aufhalten will. Ich will die Sache zu Ende bringen, ja. Ich habe keinen Bock hier ewig auf Kämpfe und deswegen machen wir das so schnell, wie es nur geht. Da hinten ist noch eine Kiste, da komme ich nicht durch. Ach, damit, hier geht's lang, scheiße. Oh, natürlich kommt ein Kampf. Natürlich. Was sonst? Okay, die gehen recht schnell. Die machen wir kaputt. Und wieso dürfen die jetzt erst hier angreifen? Uiuiuiui. Und die klauen mir MP. Dankeschön. Okay, dann schnappen wir uns hier noch die Kiste. Amokläufer-Ohrringe, okay. So. Na komm schon, geh da runter. Verdammt nochmal. Wir laufen nach links. Hier ist auch noch eine Kiste. Siegel der Aura, okay. Oh, diese Kämpfe, die machen mich fertig. Nicht wirklich fertig, Leute. Hier konnte man doch irgendwie fliehen, oder nicht? Ging das nicht? Oh mein Gott. Scheiße. Ach, ich glaube, da muss man ein Item ausgerüstet haben. Scheiße. Ich glaube, ich habe das nicht. Oh. Okay, dann müssen wir da durch. Bringt nichts. Ja, ich hab's nicht ausgerüstet. Oh Gott. Ach, scheiße. Ha!
Ja, danke schön, du Arschloch. Okay, ich muss jetzt leider drastische Maßnahmen vornehmen. Oh, denn ich habe wirklich keinen Bock mehr hier auf diese Kämpfe. Es ist wirklich zum Kotzen. Mir hängt es wirklich zum Hals raus. Ich weiß, es ist echt scheiße, dass ich herummotze, aber es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. So. Wo ist Hammer Alice hier? So. So, irgendwo hatte ich ein Item, wo... Hier. Halbierte Wahrscheinlichkeit von Feindberührung. Dankeschön. So. Ich hoffe, dass jetzt nicht mehr so viele Kämpfe kommen. Da ist noch eine Kiste. Ein Lotterie los. Ich soll vielleicht auch mal heilen erstmal. Vielleicht sollte ich auch nochmal Flucht ausrüsten. Einfach zur Sicherheit. Kann Hinterhalte und Fallen vermeiden. Erfahrungspunkte, Angriffsstärke, Schaden, Preisgeld. Irgendwo gab's das. Einmal anstelle, okay, das Voodoo-Puppe. Flucht möglich. Her damit. Ich weiß, das ist echt blöd, aber ihr sitzt nicht hier und spielt es. Ich mach's. Und deswegen kein Bock auf das, echt, ohne Scheiß. Wieso? Ich dachte, die kann jetzt fliehen. Was soll der Scheiß? Ah, hier. Weg da. Tschüss. Tschüss. Ich meine, wir sind schon wieder bei fast 10 Minuten und ich halte mich immer noch hier in diesem Areal auf. So geht das nicht. Ich hoffe, ich bin richtig. Okay, wir haben hier eine rote Barriere. Ich will jetzt auch gar nicht großartig mehr Items oder so einen Scheiß einsammeln. Ich will hier einfach nur zum Boss. Ich glaube, wir haben hier oben einen Boss. Sieht doch streng danach aus. Okay, was ist das? Eine Riesenmade oder was? Schauen wir mal, ob der gegen Angriffe immun ist. Nein, ist er nicht. Sehr gut. Okay. Gut. Sehr gut. Dann machen wir hier gleich mal die volle Dröhnung. Naja, immerhin. Fast 500 Punkte abgezogen. Das ist doch schon mal gut. What? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Macht er mich gleich platt? Bombs. Ich könnte ihn vielleicht auch als Amun verwandeln, Yuri.
Vielleicht ist der Angriff da ein bisschen besser. Ich hoffe, dass der Kampf wirklich ein bisschen schneller rumgeht wie der vorherige, weil... Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird, dass das hier schneller geht. Ich mache schon mal die Ankündigung. Es kann sein, dass ich den Kampf mal wieder kürze. It's me.
Hi, it's me. Okay, ich habe ihn geschafft. Halleluja. Der war jetzt nicht so schwer wie der vorige. Gott sei Dank. Oh, und ich habe einen 7. Schlüssel. Sehr gut. Das heißt, wenn ich den einsetze im Kampf, wird sich der Ring 7-mal umdrehen und ich habe 7-mal die Chance, in einem Zug anzugreifen. Das ist sehr gut. Also diese Schlüssel sind wirklich wichtig für den Endkampf. Natürlich ist Voraussetzung, dass man auch trifft, ne? Sonst ist natürlich doof. Okay, wir speichern hier nochmal ab. So, jetzt ist die Frage, gehen wir geradeaus oder nach rechts? Ach, hier ist ja gar kein Durchgang. Haha, da geht's ja nur nach rechts, nach geradeaus. Sehr gut. Das sah für mich aus wie ein Durchgang. Wunderbar. Gehen wir hier geradeaus. Wir nähern uns. Ich glaube, es kommt noch ein Zwischenboss. Und dann müssten wir schon ziemlich am Ende sein. Müsste ich vielleicht heilen? Ich glaube, ich heile mal. Einfach zur Sicherheit. So, ist das hier auch noch ein Durchgang? Oh, jetzt kommt da sowas. Scheiße. Aber wir haben ja unser Item ausgerüstet. Tschüssi! Tschüssikowski! So. Okay, geht's hier? Ne, ich glaube, hier geht's nur nach oben. Sieht so aus, als ging es da auch nochmal nach rechts. Ui. Was passiert denn hier? Okay, wo bringt der denn uns hin? Was ist los? Auf einmal sind wir wo ganz anders. Hier muss irgendwo eine Raumkrümmung sein. Was heißt das? Nun, es bedeutet, dass eine Verzerrung im Raumkontinuum diesen Ort direkt mit einem anderen verbindet. Können wir zurückgehen? Ich glaube schon. Die Schwierigkeit ist, dass man eine Raumkrümmung nicht mit eigenem Auge sehen kann. Also wie ein Irrgarten. Okay, gehen wir mal hier zurück. Mal schauen, ob ich jetzt dann geradeaus weiter kann oder ob ich vor der Krümmung wieder rauskomme. Na, ich komme vor der Krümmung raus, okay. Also hier komme ich nicht lang. Also muss ich ja hier irgendwo lang. Ich gehe mal davon aus, dass wir unten erstmal weitergehen. Und dass wir dann hier an die Stelle kommen, wo die Krümmung ist. Ach, hier ist auch eine Krümmung. Oh, shitty. Okay. Ah, das ist ja echt doof. Geistiges Auge. Okay.
ist auch eine Krümmung. Ja, da müssen wir halt einfach mal gucken, wo wir hier rauskommen entsprechend. Ach so, da geht's nur. Da geht's nur nach oben. Okay. Okay, wo stehe ich denn? Ah, hier. Hier ist so viel Braun auf dem Bildschirm, dass man das teilweise gar nicht richtig erkennt. Da noch die super, super moderne Grafik. Ah, ist eine Zeitkrümmung. Sehr gut. Ach, sieh mal an. Jetzt komme ich unterhalb raus. Das ist ja gut. Denn genau da wollte ich auch hin, denn ich wollte erst nach unten. Ah, jetzt bin ich da. Okay. Okay, dann merken wir uns das mal, dass das... eine Sackgasse ist. Eigentlich will ich zu dieser Kiste hier. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Okay, wir laufen im Kreis. Das ist nicht gerade so gut. Okay, ich bin unten lang, also gehe ich jetzt oben lang. Schauen, ob wir hier noch eine Krümmung finden. Wahrscheinlich schon. Jawohl. Dachte ich es mir doch. Ach, jetzt bin ich hier. Bin ich schon wieder im Kreis gelaufen. Och, nee. Das ist echt blöd. Ah, okay. Talismankraft. Okay. Bin ich auf jeden Fall woanders. Das ist schon mal gut. Hier ist auch noch eine Krümmung. Schauen wir mal, wo die uns hinführt. Die führt uns wieder zum Ausgang. Nein. Ach, dammit. Das ist doch doof, oder? Hier vielleicht noch? War ich hier schon? Eine Krümmung? Wo führt die uns denn hin? Na, die führt uns auch wieder zum Ausgang. Ah ne, okay. Führt uns hier wieder hin. Okay, alles klar. Okay. Na, dann sind wir ja schon mal ganz richtig hier. Okay, also da unten will ich nicht lang. Da komme ich dann wieder zum Ausgang. Geht's hier noch geradeaus? Nein. Okay, mal gucken, wo die uns jetzt hinführt. Hier war ich, glaube ich, auch schon, aber von der anderen Seite. Na, lauf da nach oben? Ja, sehr gut, genau, da wollte ich hin. Ja, ein fünfter Schlüssel, sehr gut. Ich bin begeistert. So, und jetzt bitte einmal an die Treppe. Oh ja, super.
Ja, perfekt. Perfekt. Aber hier gibt es keinen Speicherpunkt. Und deswegen mache ich hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part diesen Kampf und hoffentlich noch mehr. Also, bis dahin. Bye-bye.